Ja, hallo zusammen zu einer weiteren Runde Mass Effect Andromeda. Willkommen aus der, aus der Antarktis des Universums hier. Was haben wir hier als nächstes Anliegen? Ja, ich glaube mal, naja, Steine klopfen, verschollene Wissenschaftskuh. Was haben wir noch? Wir hatten hier den Eisrelikten irgendwo. Den Eis, Aufgabebepflanzung. Was haben wir hier? Da haben wir zwei von diesen netten Ich-sammel-mal-Quest. Ach, Abzeichen verdienen. Ja, dann machen wir das weiter. Das ist mir zu blöd. Dann fahren wir jetzt mal dorthin. Wo steht unsere Karre? Ja, mein Gott, das sind schon mittlerweile 130 Folgen knapp. Ein bisschen weniger, aber 130, das ist schon eine Menge. Ich glaube, das Spiel zeigte mir beim letzten Starten irgendwie knapp 85 Stunden oder sowas. Ja, ich mache ja auch fast jede Quest, das ist mir durchaus bewusst. Ja, halt die Fresse. Das ist mir durchaus bewusst, aber ich finde einfach, es gehört dazu. Und mir macht es einfach Spaß. Auch wenn die Story-Missionen natürlich eindeutig spannender sind als diese ganzen Sammelquests etc. Aber es gehört in meinen... Upsala. Es gehört in meinen Augen einfach dazu. So, und jetzt sollen wir Relikte töten. Na, siehst du wohl. Dann tun wir das doch. Was mich immer noch wundert, ist, dass wir nicht die Fertigkeiten von Drake nutzen. Upsala. Die Fertigkeiten von Drake benutzen können, obwohl ich sie ja eigentlich freigeschaltet habe. Aber ich konnte da keine... Umweltkontrolle. Temperaturen liegen im akzeptablen Bereich. Akzeptabel ist grundsätzlich gut. Oder akzeptabel ist akzeptabel, also nicht gut. Lebenserhaltung ist stabil. Ja, ist mir jetzt gerade mal egal. Worauf ich mich ja schon freue, ist hier... Ach, halt die Fresse. Den Relikt... Vogel. Rider. Für eine weitere Eskal-Herausforderung? Dieser Test ist simpel. Es geht um Effektivität im Kampf. Okay. Dieser Sender hält die Relikte auf. Schalten Sie sie rasch aus. Vielleicht schlagen Sie ja meine persönliche Bestleistung. Keine Ahnung, ob ich die schlage oder schlagen will. Ist mir mal ziemlich egal. Munition ist genug da. Tja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal. Achtung, Relikte! Oh. Ach, Scheiße. Sag mir das doch einer. Ach, komm. Schnauze. Nicht vergessen, Sie müssen sie so schnell wie möglich ausschalten. Ja, ja. Ich bin dabei. Wo denn diesmal? Na wo denn? Da. Okay. Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Nee, vermutlich nicht. Lachlan. Eieieiei. Gehen wir mal in Deckung besser. Ja. Schnauze. Wer hat mir denn da eine verpult? Das war der Plan. Ach hier, guck mal da. Arschloch. Eieieiei. Nicht gut. Nicht nett. Ach, das Ganze geht auf Zeit, verdammt nochmal. Bleiben Sie wachsam. Da kommen noch mehr. Wieso war mir das klar? Ach, du ahnst es nicht. So, was, du stehst noch? Alter, was kannst du einstecken, Mann? Arschloch.
Das Interessante ist aber der hier. Der Rest ist dann nur noch kleiner Scheiß. Ah, Mann. Gib mir eine entsprechende Knarre. Deckung. Ja, ja, macht nur weiter so, Arschloch. Nee, ich glaube, das wir wird nichts. Neue Gäste auf der Party. Ist mir doch so egal. In Deckung. Wir haben neue Gäste auf der Party. So, der Deckel ist durch damit. Du jetzt auch gleich. So. Na komm. So, nachladen. 2, 11, 12 und 15. Na komm. Zeig dich. Na komm. Nachladen. So, das Thema ist durch. Shotgun. Da ist er. Tag und tschüss. Nicht jetzt nachladen. Echt nicht. Wir haben es geschafft. Ja. Andraknor ist geschlagen. Wir sind ein tolles Team. Ausgezeichnet. Wir haben schon früh gelernt, dass jeder Schuss zählt. Ich habe nun mehr als genug Beweise für Ihre Fähigkeiten. Na, das will ich doch wohl meinen. Wir sollten jetzt wieder persönlichen Kontakt aufnehmen. Das will ich doch wohl meinen. So. Dann können wir auch wieder einsteigen in die Karre. Hätten wir das auch... zu Andrak nur auf die Nexus. Okay, Nexus, alles klar. So, was haben wir dann noch hier? Da ist noch was. Gut, machen wir, weil es dazugehört. Porten wir uns da gleich mal hier in die Nähe. Ja. Es gehört halt dazu. Erstmal einen Schock trinken. So. Dann müssen wir noch runter. So. Ja, das ist ja mal ein Geheize hier. Ach, jetzt landen da noch mal wieder ein paar Pisser. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt, Pathfinder. Okay. Wo denn? Ne, das ist Lithium. Lithium? Da? Ne, das ist unser Wagen. Wo? Ach, da. So, das müsste es auch schon gewesen sein. Ja, war es auch. Dann haben wir hier Aufklärungsposten. Na gut. Dann mal hier hin. Mal gucken, ob wir dann danach auch wirklich mit einem durch sind auf diesem Planeten. Ich mag den Eisplaneten ehrlich gesagt. Entschuldigt, ich mag den Eisplaneten ehrlich gesagt nicht. Das ist Techix. Zumindest laut meiner Karte. Ja. Hey, könnten Sie mir mal helfen? In Ihrer Nähe ist ein getarnter Pirscher. Ich habe ihn verloren. Könnten Sie einen Scan machen und mir sagen, wo er sich versteckt? Ach ja. Als wenn ich für sowas jetzt gerade mal Zeit hätte. Wir wollen jetzt erstmal das machen. Jetzt muss man diesen Angara lassen. Sie sind echt zäh. So. Sie haben den Eindruck gemacht, als würden Sie sich auf Kedera zu Hause fühlen. Sehr zu Hause. Kein Wunder. Ich habe so ein Leben jahrelang gelebt. Sie scheinen damit nicht einverstanden zu sein. Damit schon. Aber nicht mit der... Unterhaltet ihr beide mal schön. Ich guck mal auf, in die völlig falsche Richtung unterwegs. Setzen wir uns da doch mal eben hin. Vorstellung, sie an jemanden wie Sloan oder Reyes zu verlieren.
irgendwie muss man da doch langkommen. Mal gucken. Ja, und da dann irgendwo hoch, aber hier da irgendwie rüber. Dumm. Sehe ich das falsch? Alter. Okay, da haben wir auch noch eine, aber wir müssen mehr nach rechts. Sozusagen. Das machen wir jetzt auch mal. Holla, die Waldfee. So. Quatsch. So. Halt, stopp. Kommando zurück. Sie können mit Ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. So, mach mal. So, und dann muss ich jetzt hier irgendwie hochgehen. Ach, falsche Taste. Ach, falsche Schraube. Ja, ich hab's heute raus. Ich hab es ja heute raus. Wie hoch sollen wir denn dafür? Warte mal. Ja, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Das war ein schickes Ausweichmanöver, Vetra. Sehr cool. Danke. Habe ich von einem Piraten im Randsektor gelernt. Okay. Kannten Sie ihn lange? Etwa 1,5 Minuten. Es war keine besonders gute Kneipenschlägerei. Okay. Eure Gespräche sind auch merkwürdig. So, da kommen wir der Sache doch schon näher. Ein undokumentiertes Mineral wurde entdeckt. Ja, wir gucken uns ja schon an hier. Das sollte irgendwo hier sein. Wenn mich nicht alles täuscht, da ist es doch. Na siehste. Haben wir das auch? Dann können wir jetzt mal schauen. Wieder rein in die Kiste. So. Dann haben wir hier noch. Was haben wir hier? Bepflanzung. Oh, das könnte dann auch. Das ist dann auch die letzte, wenn ich das richtig sehe. Da haben wir nämlich schon 9 von 10. Dass hier allerdings eine Pflanze sein soll, ist irgendwie fast nicht vorstellbar. Aha. Huch, da geht's jetzt richtig bergab, aber wir fahren das einfach mal runter. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ah ja, kann es also. Sie können mit ihrem Abbau. Hä? Sag mal, bist du bescheuert? Interface Mineralien extrahieren. Na super, wie komme ich da jetzt wieder den Berg hoch? Das ist ja wieder toll. Ab und zu solltest du dann doch mal auf die Map gucken. Ach komm. Falsche Schlappen drauf, ich weiß. Sie sollten sich von Drake nicht so außer Fassung bringen lassen. Er meint es gut. Er bringt mich nicht außer Fassung. Okay, ich sage, ihr führt seltsame Diskussionen. Dann habe ich wohl die Oberhand gewonnen. Ihr führt wirklich seltsame Diskussionen. Da kommen wir doch nie hoch. Im ganzen Leben nicht. Nein, 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 nein. So wird das nichts. Mann. Können wir mal bitte wieder auf die Spur kommen? Auf die Spur kommen. Wie wäre es damit? So, und jetzt. So.
Die Richtung muss jetzt aber richtig sein. Bisschen mehr nach rechts und dann passt das. Machen wir hier nochmal davor einmal eine Weggedöns für uns. Oh, hier ist es ja schon. Hier ist ja schon das Weggedöns. Habe ich denn jetzt noch das Richtige? Einmal noch mehr nach rechts, sagt er. Dann frage ich mich, was das da... Nein. Falsche Richtung. Also wenn das jetzt auch nicht richtig ist, dann fresse ich hier echt bald. Sag mal, was zeigt der mir an? Was soll das? Du willst mich doch jetzt echt veräppeln, oder? So. Da ist das Target, das wir gerade gesetzt haben. So. Etwas mehr nach rechts, würde ich sagen. Und jetzt müssten wir eigentlich ziemlich direkt drauf zufahren. Oder auch nicht. Was willst du jetzt? Und dran vorbei. Ich bin verwirrt. Ich bin echt verwirrt. Ist das eine Höhle? Das muss eine Höhle sein. Aber wo ist der Eingang dazu? Wahrscheinlich hier irgendwo. Ach, Scheiße. Weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Wo könnte der scheiß Höhleneingang sein? Wissen Sie, das Leben als Freischaffender hat durchaus seine Vorteile. Das muss eine Höhle sein. Ist Kadara für Sie verlockend? Ich bin in dieses Leben geraten, weil ich musste. Also wenn ich jetzt nach links gucke, muss ich eigentlich ziemlich direkt draufstehen. Aber das bedeutet nicht, dass es gut für mich ist. Oder für Sid. Ja, das ist jetzt... Deswegen sind wir hierher gekommen. Möglichkeiten. Oh ja, Möglichkeiten. Wo ist hier eine Scheißhöhle? Eis, Geißel oder Killer-Aliens? Ja, also... Irgendwo muss hier doch eine Höhle sein, Leute. Gehen wir's an! Ach, lass mich. Ich hab weder Lust noch Zeit, mich jetzt da rumzuprügeln. Alle erwischt. Ja, genau. Wir haben so viele erwischt, dass ich es kaum noch zählen kann. Manchmal frage ich mich, was diese Kommentierungen sollen. Da ist eine Höhle. Ich bin verwirrt. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Habe ich da wirklich irgendwas übersehen? Also auf der Höhe ist das auf jeden Fall. Hallöchen. Aha. Ist auch scheinbar diese Höhle. Pathfinder, meine Sensoren registrieren eine Andromeda-Pflanzenprobe in der Nähe. Okay. Können wir das hier gleich mal mitscannen? Wo ist es denn hier? Da. So, haben wir es jetzt? Oder soll ich mir eine holen? Warte mal. Will er wirklich, dass ich hier eine nehme? Will er. Sie haben genügend Proben gesammelt, damit Dr. Camden seine Forschung fortsetzen kann. Das ist ja schick. Die Resultate weiter. Gut, dann ist seine Gartenarbeit nicht gefährdet. Ja, ein Träumchen. Das ist dasselbe. So, hätten wir diese blöde Quest auch endlich beendet. Okay. Na super. Gut, da wir ja eh schon hier sind, was ist... Nee, sind wir nicht. Da porten wir uns dann eben hin. Was machen wir jetzt, wenn hier nicht noch irgendwas ist?
teleporten, also mich dahin. Hier sind auch keine Quests oder so. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Hier brauchen wir uns ja gar nicht zu porten. Blödsinn. Das ist nur die nächste Quest hier. Ja, ist klar, weil wir das zurückbringen sollen. Dann aktivieren wir diese mal. Ihr merkt, ich möchte mich mit dem Reliktarchitekten nicht anlegen, weil ich mich an den ersten Kampf gegen einen Reliktarchitekten noch zu gut erinnern kann. Und ich erinnere mich auch daran, dass das eine Stunde gedauert hat damals. Damals. Als wenn das jetzt schon Jahre her wäre. Na gut, wir suchen jetzt mal. Sehr schön, dass du knurrst. Wir suchen jetzt mal dezent diesen komischen Pirscher, würde ich sagen. Hat er uns gemeint? Nee, doch nicht. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Ja. Es ist halt immer noch kalt, egal was wir machen. Wir werden hier wahrscheinlich kein sonniges Paradies draus machen, gehe ich von aus. So, wir sollen jetzt diesen komischen Pirscher scannen. Ich weiß sowieso, dass das nicht nur beim Scannen bleiben wird. Das täte manchmal lasse ich auf der Reise meinen Gedanken freien Lauf. Aha. Und plötzlich habe ich einen Tagtraum, in dem Callow ein Spion mit einem Doppel Schnauze. Ist. Das würde eher zu ihm passen. Aha. Da ist er doch. Hab ihn. Hier drüben. Ach, Mann. Ich habe das Ding den ganzen Tag verfolgt. Danke für die Hilfe. Kann man den geheimnisvollen Scharfschützen kennenlernen? Warum nicht? Finden Sie mich. Okay, dann sag uns doch mal. Okay, da steigen wir lieber ein. Wir wollen ja nicht elendig erfrieren. Außerdem, was spielt ihr jetzt noch Spielchen mit uns? Wir haben seinen beschissenen Dingsen gescannt und jetzt will er auch noch mit uns rumkaspern. Sag mal. Sei froh, wenn wir dich nicht gleich hemmungslos erschießen. Einmal, yay, bisschen sliden. Das da sieht gut aus. Bremsen. Schwupp. So, kann ich dir jetzt mal hier ganz klar sagen, wo Michel den Most holt, sag mal. So, du warst das also. Temperaturen liegen im Normalbereich. Kann ich dich jetzt mal an... Danke. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Hallo? Geht doch. Das war ein guter Schuss. Danke. Mein Vater hat mir das Schießen beigebracht, sobald ich alt genug war, um eine Waffe zu halten. Vielleicht mache ich das. Das Leben hier draußen muss hart sein. Er war Ihnen ein guter Lehrmeister. Er war immer vorbereitet. Hat dafür gesorgt, dass ich schießen, jagen und ein Lager aufschlagen konnte. Aha. Haben Sie hier draußen schon mal auf Relikte geschossen? Ich sehe sie nicht allzu oft. Ich habe gehört, es soll irgendwo ein großes geben. Mhm. Ich habe es nie gefunden. Kommen die Cat oft hierher? Nur ein paar. Die Patrouillen des Widerstands halten die meisten auf und sie kommen nicht durch. Ich kümmere mich um die Verstreuten. Normalerweise Pirscher, wie der, bei dem sie mir geholfen haben. Schießen Sie auch mal daneben? Ich? Niemals. Würde ich jetzt auch sagen. Passen Sie auf sich auf. Wir sehen uns. So. Ich registriere Temperaturen unter dem normalen... Ja, wir steigen ja schon ein. Sind ja schon dabei. So, was haben wir hier noch? Steine klopfen. Verschollene Wissenschaftler ist klar, was das ist. Das weiß ich noch wie heute. Das ist nämlich unser Reliktvogel. Ja, aber so wie ich das hier sehe, ist hier noch Steine klopfen. Und dann war's das. Ja, so sieht es aus. Wir porten uns jetzt noch hier hin. Währenddessen bedanke ich mich jetzt schon mal bei euch fürs Zuschauen. Und spätestens in der nächsten Folge ist der Reliktvogel da. Das wird mit sicher eine sehr lange Folge. Was ist passiert? Mal gucken, ob ich die dann schneide. Ich weiß es noch nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Zuschauen, Zuhören, wie auch immer. Sage bis zum nächsten Mal dann. Euer Alt-Ernie. Bis denn dann.